Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ich erzähle im Grunde das Gleiche wie der Kollege Staub, nur auf Deutsch. Ja? Einfach nur zur Orientierung. Vielen Dank. Oh, ist der Zettel schon runtergefallen? Das ist natürlich sehr ungeschickt. Ich lege ihn hier wieder hin. Es sind sogar Klammern hier befestigt worden, damit man das hier alles festmachen kann, damit nichts runterfällt. So, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich. Tag der Demokratie, Revolution, absolut mein Thema. Und ich finde es vor allem großartig, dass so viele junge Leute heute hier sind. Wirklich Schüler. Das finde ich wirklich fantastisch. Und ich möchte einfach generationengemäß einfach anfangen, indem ich von uns allen ein Selfie mache, liebe Freunde. Das ich nachher auf meiner Facebook-Seite und bei Twitter posten werde. Der Bürgermeister muss natürlich vorne stehen. Herr Lutz, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Entscheidendste. Die Schüler, naja, aber der Bürgermeister muss mit drauf sein. Sonst darf ich nicht wiederkommen. So, ich drehe mich jetzt um. Warte mal, ich muss das richtig hier machen. Seid ihr alle drauf? So, warte mal, dann machen wir jetzt ein Foto. Bitte schönes Gesicht machen. Oh, es fällt gleich das Ding gerade. Schönes Gesicht. Lächeln, Achtung. Und Freunde, es geht los. So. Habt ihr auch ein Selfie? Sollen wir mal gleichzeitig? Pass auf, wir machen mal gleichzeitig. Alle, die ein Handy haben, machen jetzt ein Selfie von diesem seltsamen Typen mit dem Rücken zu euch. Warte mal. So, erstmal jetzt und ab dafür. Und nochmal. So, wunderbar. Fotos aus allen Richtungen. Damit sind wir mitten im Thema, liebe Freunde. Die digitale Revolution hat sich durchgesetzt. Facebook, Twitter. Ich sage euch, geht zu Facebook. Wirklich jeder wird in diesen Tagen gebraucht. Geht zu Facebook, denn die Gesetze von Facebook sind pervers. Wir brauchen vernünftige Leute bei Facebook. Bei Facebook ist es so, wenn ihr dort eure Titten zeigt, werdet ihr gelöscht. Wenn ihr Nazi-Scheiße schreibt, dann dürft ihr bleiben. Deswegen brauchen wir vernünftige Leute bei Facebook. Ja? Facebook, liebe Freunde, ist eigentlich ein gutes Medium. Es wird leider nur beherrscht von Vollidioten, die irgendwelche Nazi-Parolen da reinschreiben. Das ist das Problem. Das ist das Problem, weil eigentlich sind Facebook und Twitter wunderbare Medien. Ich fordere auf, nehmt teil, macht mit und bildet eine Opposition zu dem, was dort im Moment stattfindet. Denn die digitale Revolution hat stattgefunden. Die Frage ist ja, sind wir heute überhaupt noch in der Lage zu einer Revolution? 1989 war eine Revolution, 1968 war eine Revolution. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die digitale Revolution, die wir heute beobachten, nur möglich war, weil 68er das angefangen haben. Steve Jobs, die Apple-Gründer, allesamt alte 68er. Und heute haben wir eine Situation, in der wir online sind und hier zum Glück offline. Und das ist das Großartige. Und wir leben in einer Zeit, in der es die Frage ist, können wir noch eine Revolution machen? Sind wir noch dazu in der Lage? Ist ein Land in der Lage, eine Revolution zu machen, das dreimal hintereinander Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt hat? Ist da das Potenzial überhaupt noch da? Ja, im Grunde ist dieses Land eingeschlafen. Wir sind froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Mutti macht's. Man weiß nicht genau wie und wo und wann, aber sie macht. Und alle sagen, ach komm, lass sie machen. Solange ich davon nichts mitkriege, ist alles wunderbar. Lass sie machen. Jetzt endlich hat sie sich ja auch beim Thema Flüchtlinge bekannt. Es hat ja lange gedauert. Sie braucht ja immer eine Weile, bis sie sich mal zu Wort meldet. Jetzt endlich hat sie gesagt, jetzt, also es ist nicht mein Land, wenn wir hier nicht mehr nett sein dürfen. Und ich dachte, endlich, noch vor ein paar Monaten, hat sie so ein armes Flüchtlingsmädchen in Rostock in Grund und Boden gestreichelt. Ja, das war eine Erniedrigung dieses armen Mädchens. Jetzt plötzlich ist sie da. Und die CSU, Seehofer, sagt weiterhin, es war ein falsches Signal, dass wir die Grenzen geöffnet haben. Ich bin der Meinung, solange wir die CSU haben, ist Fremdenfeindlichkeit kein ostdeutsches Problem. Und ich frage mich wirklich, wovor haben wir Angst? Und so viele Leute schüren ja Angst vor Flüchtlingen. Oh, da kommt der Flüchtling, da kommt der Syrer, da kommt der Eritreer. Was passiert da bloß? Viele schüren völlig sinnlose Ängste. Migration ist so alt wie die Menschheit. Der Homo sapiens ist vor 60.000 Jahren aufgebrochen. In Afrika, in alle Herren Länder. Warum? Weil er Bock auf Backpacking hatte? Nein, weil er
Dürren erleben musste, weil es Klimawandel gab, weil es Naturkatastrophen gab. Das gesamte Leben auf dem australischen Kontinent, auf unserem, auf dem amerikanischen, ist ein paar Afrikanern zu verdanken. Und das ist die Nachricht an die ganzen Vollidioten-Nazis unserer Tage. Auch ihr Nazis stammt vom Afrikaner ab. Das müsst ihr euch immer merken. Ja? Und warum nicht? Ja? Warum keine Migration? Migration war immer gut. Steve Jobs zum Beispiel, der Chef von Apple, der Vater der digitalen Revolution. Steve Jobs ist der Sohn eines syrischen Politikstudenten und einer Amerikanerin. 20% aller Mitarbeiter bei Apple im Silicon Valley sind Chinesen. Das heißt, dieser Mann sorgt dafür, dass diese Leute gute Jobs haben, weil wenn sie nicht bei Apple arbeiten würden, dann würden sie in ihren Heimatländern schlechte Kopien der Original-iPhones herstellen. Deswegen ist es ein humanitärer Akt. Auch in Deutschland haben wir immer profitiert von Zuwanderung. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg 12,5 Millionen Heimatvertriebene aufgenommen. Und Erika Steinbach. Und heute interessiert sich keine Sau mehr für sie. Das ist doch auch ein Zeichen einer lebendigen Demokratie. Das ist doch großartig. Wir haben in den 60er und 70er Jahren haben wir 12,5 Millionen, fast 14 Millionen Gastarbeiter aufgenommen. Aus Italien, aus Griechenland. Was haben sie uns gebracht? Spaghetti haben sie uns gebracht. Pasta, Gyros. Sie haben dafür gesorgt, dass Millionen geschiedener deutscher Männer überhaupt überleben konnten. Ja. Was wäre ohne sie? Wir haben 3,5 Millionen Spätaussiedler aufgenommen, die heute das gleiche verdienen wie Deutsche. Und nicht zu vergessen, damals, 1989, haben wir auf einen Schlag 17 Millionen DDR-Bürger aufgenommen. Und das ist doch sensationell. Und das ist kein billiger Anti-Ossi-Witz. Es ist wirklich großartig. Es ist super gelaufen. Nur zwei von denen sind Bundespräsident und Bundeskanzlerin geworden. Nur zwei von denen sind auf die schiefe Bahn geraten. Das ist doch eine Bombenquote. Das ist doch super. Gut, natürlich kann man jetzt sagen, aber was ist mit Heidenau und Freital und den ganzen Nazis? Ja, natürlich gibt es die, natürlich sind die da. Aber wir müssen sie als das benennen, was sie sind. Und ich möchte bitte nie wieder das Wort Asylkritiker hören. Das habe ich neulich sogar in der Tagesschau gesehen, in der Tagesschau, der altehrwürdigen Tagesschau. Und ich fordere alle auf, benutzt diesen Begriff nie. Es gibt keine Asylkritiker. Das sind Vollidioten, Nazis und Rassisten, aber keine Asylkritiker. Ja, wirklich. Das ist diese seltsame Sprachverrohung. Ein Kritiker hat Argumente, der hat nachgedacht. Aber man kann nicht Leuten, die nicht in der Lage sind, Gedanken zu haben, unterstellen, dass sie Kritiker sind. Das gleiche gilt für Begriffe wie Flüchtlingsströme und Flüchtlingswellen. Das sind Menschen und keine Naturkatastrophen. Ja, das ist ganz wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass wir da sensibel bleiben und uns nicht auf dieses Seehofer-Niveau herablassen. Die ist gerade schon vor dem Oktoberfest, ja, da ging es schon los. Die Zelte sind voll. Ich verstehe das nicht. Die Stadt München beherbergt jedes Jahr freiwillig 6,3 Millionen Menschen, die diese Stadt verlässlich zupissen und vollkotzen. Aber bei 70.000 armen Menschen, da ist plötzlich schon das Zelt zu voll. Was ist das für ein Argument? Und natürlich hat sich die Kanzlerin jetzt bekannt und hat gesagt, ja, wir nehmen sie jetzt auf und so. Da haben alle gesagt, oh, sie ist die Flüchtlingskanzlerin. Und ständig sehe ich diese Schlagzeilen, wo die Kanzlerin auf irgendeiner Zeitung posiert, auf irgendeinem Bild, mit irgendeinem armen Flüchtling. Und musst du dir vorstellen, du bist tausende von Kilometern, bist du geflohen, du bist endlich angekommen. Und das Erste, was du machen musst, ist ein Selfie mit Mutti. Ich meine, diese Menschen haben doch genug Leid hinter sich. Da muss man doch nicht auch noch erstmal mit Merkel ein Foto machen und dann lächelt sie auch noch. Und sie lächelt jetzt auf allen Fotos. Ich habe schon gedacht, was ist los? Geht's ihr nicht gut oder was? Ist sie so gut drauf? Und dann lächelt sie und dann hier, herzlich willkommen und ich freue mich und bleiben Sie, kommen Sie, ich weiß auch nicht, aber ich bin jetzt dafür. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Unmöglichkeit,
eines Aufstands heute, die Unmöglichkeit einer Revolution, haben wir auch ihrer Politik zu verdanken. Das hat man jetzt beim Umgang mit den Asylsuchenden wieder gesehen. Wie lange hat sie gebraucht, um sich zu bekennen? Ewig. Sie hat lange gebraucht. Sie hat es gemacht, wie bei allen anderen Themen, wo es darum ging, sich festzulegen. Genau wie beim Mindestlohn, wie bei den Griechenlandhilfen. Da hat sie lange gebraucht, da hat sie gesagt, jetzt müssen wir erstmal warten, jetzt gucken wir erstmal, warten wir ab. Und erst, als es gar nicht mehr anders ging, erst als in Menschen, als in München Zehntausende die Flüchtlinge begrüßt haben, da plötzlich war sie vorne mit dabei. Und hat gesagt, jetzt wo ich weiß, dass das alle toll finden, jetzt muss ich es auch toll finden. Aber das ist feige. Es ist feige, weil es zur Narkotisierung eines Landes beiträgt und weil sie Diskussionen nicht führt, sondern wegbügelt. Wohlstand, Bildung, Freiheit für alle, das sind die drei großen Begriffe. Wohlstand haben wir, deswegen brauchen wir auch keine Angst zu haben vor Flüchtlingen. Was ist mit der Bildung? Gerade heute, wo so viele junge Leute da sind, ja, wo es so viele Klischees gibt, die junge Generation nur noch im Internet, nur noch Scheiße posten bei Facebook, immer irgendwelche Selfies machen. Das ist doch nicht alles. Das ist doch nicht diese Generation. Das ist vielleicht ein kleiner Teil davon. Aber warum verschwindet die Generation im Internet? Weil wir eine Elterngeneration haben, die Angst hat. Die Angst hat, die Kinder auf die Straße zu lassen. Es gibt Erziehungswissenschaftler, die schlagen Alarm und sagen, lass die Kinder frei. Aber Eltern haben Angst. Ah, bloß nicht, es könnte was passieren. Die Fremden auf der Straße, die Kinderschänder. Und eingesperrte Kinder gehen ins Internet und machen dort Unsinn. Wo denn sonst? Deswegen. Wir sind besetzt von Angst. Oh, es könnte was passieren. Überall lauert das Böse. Lasst die Kinder nicht raus. Sperrt sie ein. Diese Drohnenelterngeneration, die im Moment eine Generation von Unmündigen heranzieht. Wenn es irgendwann eine Revolution geben sollte, dann wird die jetzige Elterngeneration, meine Generation, die Mit- und End-30er, die Anfang-40er, die nichts anderes im Kopf hatten, als Angst zu haben, die werden diejenigen sein, die untergehen werden. Und das zu Recht. Denn diese permanente Drohnenhaftigkeit von Eltern, die ihre Kinder heilig sprechen und damit zerstören. Es ist unerträglich. Als ich Kind war, gab es eine klare Koalition. Es gab Eltern und Lehrer gegen mich. Das war immer klar. Das war völlig klar und es war in Ordnung. Denn die Autoritäten waren klar. Eltern, Lehrer, ich. Und wenn ihr wüsstet, wie ich in der Schule war, dann hättet ihr jetzt nicht mehr gelacht. Es gab sehr viele Gründe für meine Eltern und meine Lehrer gegen mich zu sein. Aber die Autoritäten waren klar. Meine Hölle war der Elternsprechtag. Ich wusste immer, wenn Elternabend war, je später die nach Hause kommen, desto mehr werden die wieder erfahren haben. Welche Böcke ich in Mathe geschossen hatte und gegen welche ich in Sport gerannt war. Alles werden die erfahren haben. Aber die Autoritäten waren klar. Heute sind die Autoritäten Eltern und ihr Heiligtum Kind gegen Lehrer. Lehrer sind die erklärten Vollidioten der Gesellschaft. Die dürfen nichts, die sollen nichts, die können nichts. Aber das ist Schwachsinn. Denn das Problem in dieser Koalition sind nicht die Lehrer. Es sind die fucking Eltern. Die sind das Problem. Die mit der Heiligsprechung ihrer eigenen Brut, deren Scheitern im Keim vorbereiten. Ich weiß nicht, haben wir Lehrer heute Vormittag hier? Ja, oder? Natürlich. Wunderbar. Mein Publikum, alles voller Lehrer. Pass auf, wenn ihr Lehrer seid, ich möchte euch heute wirklich ein kleines bisschen revolutionäre Lebenshilfe im Kleinen anbieten. Wenn ihr Lehrer seid und ihr habt mal wieder bei euch in der Sprechstunde Eltern sitzen, also Patienten, ja? Und die sitzen vor euch und die sagen zu euch, sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber mein Kind ist hochbegabt. Dann sagt ihr in aller Ruhe, nein, sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber ihr Kind ist nicht hochbegabt. Sie sind einfach nur sehr, sehr dumm. Und dann fotografiert ihr die Reaktion und schickt sie mir. Ich möchte es sehen. Es hat sich wirklich in Sachen Bildung so viel verändert. Als ich Kind war, wenn wir Unterschriften gefälscht haben, nee, sorry, der Satz war falsch. Also wenn wir uns hätten vorstellen können, Unterschriften zu fälschen, was wir natürlich nie getan haben, dann haben wir das in den Momenten getan, in denen wir wussten,
dass wir Scheiße gebaut haben, weil dass wir uns selber in die Versetzungsgefährdung reingeschrieben haben. Wenn heute Kinder die Unterschriften ihrer Eltern fälschen, tun sie das mit folgender Begründung: Wir wollten Mama nicht traurig machen. Und ich muss sagen, ich kann die Kinder verstehen. Eine junge Elterngeneration, die kein anderes Ziel hat, als optimiert durchs Leben zu gehen, die kannst du mit schlechten Noten nicht behelligen. Das ist zu viel. Das halten die nicht aus. Das machst du als modernes Kind lieber mit dir alleine aus. Das Einzige, was Eltern heute von ihren Kindern fordern, ist fördern. Füttern oder fördern, das ist die große Entscheidung. Die meisten entscheiden sich fürs Fördern. Ab dem dritten Lebensjahr muss das Kind eine zweite Fremdsprache lernen, am besten Englisch und Französisch auf einmal. Und dann kommt der Albtraum der späteren professionellen Englischlehrer, wenn eine gut meinende Erzieherin ihren Schutzbefohlenen zuruft, sieh's, Arse, sing's, und sich dann wundert, dass die Meute anfängt zu singen. Dabei bringt dieser ganze Frühförderungskack überhaupt nichts. Ein Kind lernt eine Sprache dann, wenn es reif dafür ist, in der Schule, oder es wird konsequent zweisprachig groß. Aber dieser ganze Wahnsinn, dieser Frühförderungswahnsinn, ist ja nichts anderes als die Angst davor, dass das Kind nicht rechtzeitig zum Global Player herangezüchtet werden könnte. Das ist das Ziel. Hauptsache Global Player. Aus Angst, ja, es muss ganz früh reif sein, bereit für den Arbeitsmarkt, bereit zur Vernutzung. Es muss schnell gehen. Das ist das große Ziel. Dabei hat es doch alles keinen Sinn. Sämtliche Optimierungsversuche im Bildungsbereich der letzten Jahre waren keine Optimierungsversuche. Es waren gezielte Versuche der Verdummung durch Verstopfung der Synapsen mit High-Speed-Wissenshub. Egal. Egal ob G8 oder Bachelor, es waren alles Zeichen dafür, dass der wirklich autonome, kritische Mensch nicht gefordert ist. Er ist die größte Gefahr für die ganzen alternativlosen Entscheidungskonsensknacker in den Bumsbuden der Politikverwaltung. Dummheit ist erwünscht. Das ist das Problem. Deswegen sage ich euch, lasst euch nicht dumm machen. Lasst euch nichts einreden an der falschen Stelle. Zum Schluss ein großes Wort: Freiheit. Freiheit für alle. Da ist natürlich die große Frage, wie viel Freiheit haben wir heute noch im digitalen Zeitalter? Wir leben ja im Zeitalter des Updates. Industrie 4.0, Gymnasium 3.0, Bologna 2.1.4. Das heißt, alles ist ein Update, was morgen spätestens zum Download bereitsteht. Wir leben im Optimierungszeitalter. Wir denken, dass heute nur noch als Vorspiel eines Morgen, das wir noch gar nicht kennen. Und da ist die Frage, wie viel Freiheit haben wir? Wenn wir wissen, dass wir beherrscht werden von Firmen wie Apple oder Google oder Facebook, die alles über uns wissen wollen. Andererseits geht es nicht mehr ohne. Es gibt allgemeine Geschäftsbedingungen, die keine Sau liest, die so formuliert sind, dass sie keine Sau versteht. Da gibt es letztlich keinen guten Ausweg. Aber ich fordere euch auf, geht in die sozialen Netzwerke, geht zu Facebook und zu Twitter. Sucht euch Freunde, sucht euch Quellen, wo ihr was lernen könnt. Twitter ist ein wundervolles Medium, meldet euch an. Wenn ihr den Leuten folgt, deren Überzeugung ihr im Moment nicht teilt, werdet ihr mehr Kritik lernen als in vielen anderen Institutionen, in denen Kritik längst überhaupt kein Thema mehr ist. Deswegen, ich fordere auf, nutzt die guten Seiten von Facebook, von Twitter, von den sozialen Netzwerken. Aber wie viel Freiheit haben wir noch? Wir werden beschützt von vorne bis hinten. Die Revolution ist nicht gewünscht, der Aufstand auch nicht, deswegen sagt man uns, was zu tun ist. Deswegen hat Andrea Nahles neulich gesagt, und das war typisch für sie, man müsse jetzt das Paternosterfahren verbieten. Ich dachte, das ist ein Witz, das Paternosterfahren. Wir alle wissen von den Hunderttausenden Paternoster-Toten in jedem Jahr allein in Deutschland. Andrea Nahles hat es geschafft, diesen Gesetzentwurf an dem Tag per Facebook zurückzunehmen, als er in Kraft treten sollte. Sie weiß eben, was es heißt, ein Gesetz zu verabschieden.
Und ich weiß, warum Andrea Nahles Arbeitsministerin geworden ist, weil sie aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, schwer vermittelbar zu sein. Dann lasst euch nicht bevormunden. Und die Bevormundung ist überall. Neulich hat in den Kantinen von Google hat man kleinere Teller eingeführt. Man hat es aber keinem gesagt. Man hat einfach gesagt, ihr sollt weniger fressen. Fresst weniger in der Kantine, deshalb kleinere Teller. Ohne, dass es jemand merkt. Es wurden Lebensmittelampeln eingeführt. Grün für gesund, rot für ungesund. Da stand plötzlich das Obst oben auf Augenhöhe und die Schokolade unten. Das sind Einschränkungen von Freiheit. Es geht doch darum, selber zu lernen, wann man Schokolade essen will und wann nicht. Und es sich nicht vorschreiben lassen zu müssen. Bald kommt die Helmpflicht für Radfahrer, dann kommt die Helmpflicht für Fußgänger, die über eine Ampel gehen wollen. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn an jeder Ampel ein Minijobber steht, der dann einem den Helm aufsetzt, weil man das ja selber nicht kann, wird man in so Fünfergruppen zusammengeführt, dann wird der Helm aufgesetzt, dann wird noch geguckt, sitzt er auch, jawohl, dann wird man zu fünft an die Ampel geführt, dann sagt der Minijobber, bitte warten Sie jetzt, die Ampel ist rot, diese Farbe kennen Sie von der Lebensmittelampel, bitte warten Sie, gleich wird es grün, wir sagen Bescheid, wenn es soweit ist, jetzt ist es soweit, dann läuft man zu fünft über die Straße, kommt drüben an, gibt den Helm ab, anschließend kriegt man den Euro wieder und ehe man zweimal in seinem Leben über eine Straße gelaufen ist, ist man tot, aber beschützt. Darum. Wir müssen beschützt werden, von vorne bis hinten. Das ist die große Gefahr, dass man uns nicht mehr zutraut, unsere Freiheit wirklich zu nutzen. Nein, wir müssen beschützt werden, immer und überall. Und das, was wir uns nicht verbieten lassen, das verbieten wir uns selbst. Wir leben dann rauchfrei, alkoholfrei, glutenfrei. Hauptsache frei von allem. Gesundheit haben wir heilig gesprochen. Unsere zwei großen Götter. Das sind der Kapitalismus, das Geld und die Gesundheit. Das sind die Religionen. Alle anderen haben wir hinter uns gelassen. Aber die Gesundheit haben wir heilig gesprochen. Wir wollen gesund leben, um gesund zu sterben. Das ist unser großes Ziel. Lange leben, heißt es dann. Lange leben. Wir wollen alle lange leben, aber nichts erleben. Das ist das große Ziel. Und wenn wir irgendwann sterben, sagen wir, oh Scheiße, war das langweilig. Seit 10 Jahren wäre ich gern gestorben, aber ich war zu gesund. Deswegen sage ich, nutzt eure Freiheit, kämpft für eure Freiheit und nutzen wir den grandiosen Wohlstand, den wir haben, nutzen wir die grandiose Situation, in der wir sind, indem wir nicht über andere Länder wie Griechenland bestimmen wollen und sagen, naja, wir wissen ja, was besser für euch ist. Indem Schäuble sich hinsetzt und sagt, also es ist doch wirklich so eine Volksabstimmung durchzuführen, das ist ja also ein Referendum, das ist doch unter aller Sau, also Entschuldigung, das sind doch antike Verhältnisse, von denen wir Christdemokraten sagen, dass es die gar nicht gegeben hat. Also das kann doch nicht sein, dass einfach Volksabstimmungen durchgeführt werden. Doch, natürlich, wir sind der große Meister in Europa. Wir sagen aber trotzdem Nein zum Schuldenschnitt für Griechenland. Und ich frage mich, warum eigentlich? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, 1953 hat ausgerechnet Konrad Adenauer, das große Vorbild von Mutti, hat damals auf einer internationalen Geberkonferenz 1953 dafür gesorgt, dass Deutschland einen Schuldenschnitt bekommen hat. 50% der Wiederaufbau- und Reparationszahlungen wurden Deutschland erlassen. Und das, obwohl wir zwei Weltkriege angezettelt hatten. Und dann frage ich mich immer, wo genau waren jetzt die Weltkriege, die Griechenland angezettelt hat, weswegen wir genau das nicht wollen und aktiv verhindern? Ich verstehe es nicht. Deswegen nutzen wir die Freiheit, die wir haben, nutzen wir die wirtschaftliche Kraft, die wir haben, nicht um uns über andere zu erheben. Denn manchmal habe ich das traurige Gefühl, Deutschland ist in seiner ganzen Bräsigkeit, in seiner Saturiertheit, in seiner Langsamkeit, in seiner Arroganz und seinem Besserwissen, wie so ein Kind, das früher immer die Sandburgen der anderen zusammengekloppt hat. Aber trotzdem haben die Eltern immer gesagt, irgendwie ist das Kind hochbegabt. Es ist aggressiv, ja. Und es ist eigentlich, kann man es niemandem zumuten, aber irgendwie, es ist hochbegabt und irgendwann wird es sich schon zeigen. Aber das Problem ist, wenn du diese Kinder irgendwann an die Schaltstellen der Macht lässt und auf Menschen loslässt, dann werden sie genau zu den Kubik-Arschlöchern, vor denen sie ihre Eltern immer gewarnt haben.
die nach unten treten und nach oben buckeln. Deswegen sage ich, tretet nach oben und buckelt gar nirgendwo hin. Nutzt eure Freiheit. Dankeschön.